In allererster Linie oben drüber stehen für mich zwei Punkte, die sich polar bedingen. Es ist die übermäßige stresshektische Art und Weise, wie wir miteinander leben. Das heißt, je stressiger, je terminbelasteter, je eng gefasster der gesamte Lebensablauf ist, desto problematischer wird es. Dazu kommt die Dyspareunie. Das ist das Nicht-Zusammenpassen von Mann und Frau. Sehr viele Menschen fühlen sich zueinander hingezogen, sind aber nicht als Familie bestimmt. Ich habe jetzt hier mal so zusammengefasst, was eigentlich ein normales Spermiogramm darstellt. Und das wäre vor 50 Jahren kein gutes Spermiogramm gewesen, gilt aber heute als ein normales Spermiogramm. Die Therapieansätze bei Kinderwunsch. Jetzt geht es also los, dass man sagen, so wie ich jetzt diese Pyramide hatte, so brauche ich natürlich auch ein Therapiekonzept. Das heißt, wie kriege ich eigentlich das Paar, den Mann, die Frau dazu, sich entspannt zu fühlen dem Phänomen, dem Thema gegenüber, überhaupt entspannter im Leben unterwegs zu sein. Da braucht es jetzt also die Antistressmittel, es braucht ein Sedativa nicht in dem Sinne, aber es sind vor allem Adaptogene spielen eine Rolle. Die Paarberatung, wie gesagt, ist ein wesentliches Thema. Dann haben wir gleichermaßen in die Lebensweise einzugreifen, wie oppositionell dem gegenüber auf jeden Fall eine Entgiftungstherapie zu machen. Wir haben einige Hinweise in der Richtung schon bekommen. Dann brauchen wir eine grundsätzliche konstitutionell ausgerichtete Therapie auf die Stoffwechselschwachpunkte des Patienten. Und es braucht in der Regel eine Mischung aus Aphrodisiaka und Prostata, regenerierende, stimulierende Arzneimittel. Also das, weil die sind in der Regel dann auch diejenigen, die Spermiogenese massiv anregen. Dass die Maßkraft im Menschen durch den Überstress, durch den Dauerstress extrem stark abnimmt. Das betrifft vor allem dann die Keimdrüsentätigkeit im Hodenbereich und die Nebennieren. Ich habe mir mal überlegt, dass bevor man also mit der Therapie anfängt, man einem Mann auch einfach mal so ganz grundsätzlich mal 7 Punkte nennen könnte, dass grundsätzlich sein Testosteronspiegel besser wird und eventuell auch einfach Lust mehr da ist und überhaupt damit vielleicht das Kinderkriegen auch leichter wird. Es betrifft also jetzt hier auch den älter werdenden Mann. Und wenn das alles nicht hilft, dann gibt es jetzt Mittel, die man nehmen kann. Und zwar einen ganzen Haufen. Hier mal so ein kleines Bildchen. Verschiedenste Arzneimittel, die den Mann aufs Pferd helfen. Beim Ginseng zum Beispiel, der hier da liegt, weiß man, dass durch den Ginseng sich der Hahnenkamm besser aufrichtet wieder und dass der Hahn sein Hochzeitsgefieder anlegt und dann die Hennen anschließend ganz viel Eier legen. Und ich denke mal, das, was beim Hahn funktioniert, funktioniert auch beim Hahn zu Hause. Also würde ich ihm auf jeden Fall alle diese Dinge mal überlegen, was den Hahnenkamm zum Anschwellen bringt. Das könnte dann auch zu Hause erfolgreich sein. Was das alles ist, welche Arzneimittel da in Frage kommen, hat der James Green ganz wunderbar in seinem Buch Heilpflanzen für Männer dargestellt. Kommt aus Kalifornien, aus der Männerbewegung dort, die ja viel, viel weiter ist als hier bei uns. Und das Buch hat mir immer gut gefallen und ich habe das dann herausgegeben. Ich habe es ergänzt, ich habe es bebildert. Ich habe hinten eine Lieferbarkeitsliste der Produkte in Deutschland noch angefügt. Es ist meines Erachtens relativ konkurrenzlos auf dem Markt. Was tun wir also mit diesem fragilen Geschlecht? Wir brauchen Adaptogene. Ginseng ist wirklich ein ganz hervorragendes Mittel, vor allem bei älteren Männern. Sagen wir mal so, ab 50 ist es interessant, dass Männer beim erfolglosen Kinderwunsch sich tatsächlich mal mit Ginseng beschäftigen. Ginseng stärkt die Yang-Kräfte im Menschen sehr nachhaltig. Es werden vor allem mit Milz, Lunge und Herz wesentliche Energiefaktoren der Organe angeregt. Also das ist tatsächlich, man kann sagen, auch insgesamt leistungsfähiger wird man. Man merkt auch, dass die Ejakulation wesentlich kraftvoller ist, wenn man längere Zeit Ginseng einnimmt. Das ist jetzt etwas, wenn man nicht mehr zur Ruhe kommt, deswegen ja auch Schlafbeere genannt, der indische Ginseng Ashwagandha, ein Nachtschattengewächs. Das wird in der ayurvedischen Medizin schon sehr lange eingesetzt bei sexueller Neurasthenie für den Mann.
vor allem, Ashwagandha ist das Mittel für den Mann und Shatavari ist das Mittel für die Frau. Shatavari heißt übersetzt die, die 100 Männer hat. Also sie ist so sexuell potent, dass 100 Männer gerade ausreichen, um ihre Lust zu befriedigen. Man horche auf, gell? Also ein Bomben-Aphrodisiakum. Und in der ayurvedischen Medizin das Mittel Nummer eins, um die Shakti-Energie in der Frau wachzurufen. Und die Shiva-Energie des Mannes wird also durch Ashwagandha hervorgerufen. Ein ganz wichtiges Mittel bei nervöser Erschöpfung. Besonders interessant beim neurasthenischen Patienten, der viel zu aufgeregt ist für Sexualität. Mannstreu, Erigium campestre gehört für mich in jedes, oder Maritima gehört für mich in jedes dieser Kräuterrezepte mit hinein. Das gleiche der Meisterwurz, Bestandteil übrigens von Solunat Nummer 2. Der Meister aller Wurzeln, extrem scharf und aromatisch. Es erwärmt die Nieren, das heißt ausleitungsfördernd, macht flüssig den männlichen Samen. Flüssig meint man, dass es vermehrt wird, dass er besser fließen kann, die Beweglichkeit besser wird. Bringet die erstorbenen und kalten zu ehelichen Werken ungeschickten Männern zu Kräften, sonderlich sie ihren Wein daraus vermischen. Also eine Weinzubereitung wäre schon ausreichend. Oder Solunat Nummer 2 regelmäßig einnehmen. Das ist für die ungeschickten Männern sehr interessant. Das sind die Liebestropfen für den Mann, wo ich jetzt verschiedene Mittel zusammengefügt habe, die sich sehr gut eignen, um die Spermogenese anzuregen, auch um auch das Liebesleben anzuregen. Das sind die Liebestropfen. Auch einen Männertee gibt es, den gibt es auch im Kräutergarten München. Der ist jetzt etwas komplexer, der geht über die Prostata deutlich hinaus und dient vor allem dazu, den sexuellen, neurasthenischen, lustlosen, lebensunlustigen Mann wieder ein bisschen lustiger zu machen.